Sag ich jetzt gerade so, wenn man K und F vertauscht. Nee, das wäre noch das C. Ja, das hört man ja beim Sprechen nicht. Kannst du so nicht sagen. Kann man nicht? Also da war zum Beispiel eine verstoppte Klöte irgendwann. Keine Ahnung. Ja. Was war das denn jetzt? Bin ich aber nicht gegengekommen. Ja. Du hast das Zauberwort nicht gesagt. Ja. Was habt ihr für einen Schaden? Einen Schaden. Jurassic Park. Mann. Ich hab schon Ewigkeiten. Ist das auch einer, mit dem du hier spielen kannst? Mit Jurassic Park, Mann. Jurassic Park, man. Du kannst, es gibt Jurassic Man und Park. Aber der mächtigste ist eigentlich der Man-Man. Der Man-Man. Oder Woman-Man. Auch ihr Man Ladyboy genannt. Oder der Man-Woman. Der Wo-Man. Den gibt's auch. Den Klo-Man. Clay-Man. Den Mo-Clan. Ein böses Oh-Man. Oh, wo bist du hin, man? Hey, man, wo ist mein Auto? Oh Gott. Ja, Carlos. Oh Mann, ey, diese Dreckstastenhuren-Wix-Knüppel. Des Todes. Ne? Ja. Dreckstastenhuren-Wix-Knüppel. Des Todes. Okay. Of the Dead. Ja. Dum, 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 dum. Ja. Ach Mann. Ach ja. Oh. Was war das denn bitte? Das habe ich den ganzen Tag nicht verstanden eben. Och Mann, das kann doch nicht sein. Ja, schmeiß um. Mann. Das hörte sich an, als hätte Dave bei dir was umgeschmissen gerade. Ja, schmeiß um. Ich steuere den Transformer-Turm. Da höre ich aber mal noch nichts von. Ja, der braucht ja auch ein bisschen. Der braucht auch ein bisschen. Der ist nicht so schnell. Sag mal, Jule. Du bist nicht bei Instagram, ne? Doch. Oh, bist du das mit der SOCA-Dingens da? Ja. Ah! Das heißt, du hattest vorher schon mal einen anderen YouTube-Kanal? Kann das sein, wenn ich das richtig gelesen habe? Was heißt denn anderen? Weil du hattest ja, du hast dich da irgendwie umbenannt. Ja. Ja, du musst nicht mehr dazu sagen, es ist okay. Ja, vielleicht möchte sie das auch einfach nicht. Diese steht doch öffentlich da, dass sie sich umbenannt hat. Deswegen frage ich doch. Ja, ich hatte einen anderen. Also. Oh, weiß Dennis davon? Ach so. Ja, der Dennis weiß davon. So ist das also. Sie hatte einen anderen. Wir sind ja bald wieder weg, da hast du Dennis wieder für dich so. Ich bin so unfähig in dem Spiel. Gut, dass ihr dazu nichts sagt. Ja, wenn man nichts Positives sagen kann, soll man schweigen. Nein! Nein! Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Ludwig Wittgenstein. Genau. Wer? Ludwig Wittgenstein. Ja, genau der. Ich sag das nochmal in dem Tonfall. Ludwig Wittgenstein. Da, Strom aus Blut. Das müsste man eigentlich dem Tom mal zeigen. Den Strom aus. Lass uns ihm das mal zeigen. Dann machen wir gleichzeitig schöne Werbung für die Jule. Ja. Jule soll jetzt berühmt werden. Warum bist du da nicht gesprungen? Ich bin gesprungen. Das stimmt nicht. Das, ich glaub, das haben, wir als echt an dem haben wir als Videobeweis. Dreckscontroller, Fick. Des Todes. Ja. Du musst immer des Todes dranhängen, dann wird's noch hysterischer. Ich bin voll am Rumstöhnen, ey. Eigentlich schon die ganze Zeit.
Ihr seid zu leise, das macht mir Angst. Nee, wir konzentrieren uns auf das Spiel. Ihr wisst bestimmt am Futtern. Nee. Ich hab hier nur meinen Tee in der Hand. Ich hab meinen Controller in der Hand. Dave, eine Pizza. Nee. Gerade nicht. Aber jetzt gleich wieder. Er isst sie auch erst seit 2 Stunden. Nee, nicht ganz. Es ist so böse, ne? Ich fühle mich jedes Mal schlecht, wenn ich dazu was sage. Ja, dann ich nicht. Ich habe eine Lösung für dich, dann lass es doch einfach sein. Das kann man aber auch nicht. Doch. Es gibt Dinge, die muss man einfach sagen, nö, auch wenn man nicht will. Oh, geil! Das sieht gut aus. Ja. Oh, ein Leben, ey. Mehr Zuversicht. Ja, ich weiß aber nicht, was nach dem Typen kommt, weil ich den noch nie besiegt habe, oder? Danach kommt wahrscheinlich noch ein bisschen Level oder noch ein Typ. Ja. Ja, aber dann hast du es geschafft. So, komm, jetzt machst du ihn kalt. Mal. Was war... Welche Waffe war denn gut? Make Magnet? Him cold. Nee, Magnet ist abgeprallt. Dann versuchst du was anderes. Dann musst du den umdrehen, den Magneten. Dann geht er da dran. Schniedelman. Ich weiß auch nicht, wie ich hier ausweichen soll. Okay. Das war Glück. Also das sah doch ziemlich cool aus, oder? Hm, fand ich auch. Oh, eine kleine Energie. Also eine große. Guck mal, jetzt läuft's doch. Wenn du jetzt gleich noch irgendwie ein Container geschenkt kriegen würdest oder so, wäre der Hammer. Der Hammer schlechthin. Ja. Ach, ich soll euch vom Tim grüßen übrigens. Danke. Coca-Cola. Oder wie ich ihn immer gerne nenne, vom Coca-Cola. Du müsstest eigentlich mal so ein Jingle für ihn einsprechen. Coca-Cola. Das mache ich sehr gerne, aber erst wenn er anfängt zu Let's Playen. Naja, sonst hat's ja wenig richtig Sinn. Ich hätte gern... Oh, können diese ganzen... Ich meine, er war ja schon mal in dem Sinne live irgendwo. Er war ja schon mal bei mir im Stream mal kurz zu hören. Bei Dennis, da hat er doch auch schon mal beim Unboxing live dabei gewesen. Stimmt auch, ja. Und, War ein geiles Deutsch von mir, ich weiß. Er hat für Nico hat er ja auch schon mal was eingesprochen. Aber ich höre euch wieder flüssig, das ist schön. Ja, irgendwie war die Verbindung nicht so geil. Ey, nichts gegen meine Verbindung, ja. Nein, das muss ja nicht an dir liegen. Ey, ich rufe aber an. Ja, das heißt aber nicht unbedingt immer was. Das sieht alles sehr echt gut mal aus, was also du da machst. Ganz ruhig, ganz bleiben. Ganz ruhig. Ja, das sieht echt gut aus gerade. Was? Nicht rumstöhnen, du machst das echt gut. Du musst mehr auf an dich glauben. Glaub wer an dich. Wer kommt denn jetzt noch? Glaub doch einfach mal an dich, verfick ja, nochmal. Wer kommt denn jetzt? Boah! Wie soll ich das aufladen? Ich lad mich gerade hier auf. Glaub mal an dich, verfick noch mal. Ich lad. Ja, Mann, dann glaub ich halt an mich, ey. Oh, so. Jetzt hab ich das Falsche eingesammelt, Mann. Das ist aber ein ganz schön langer Name für so einen Boss. Mann, ne? Jetzt hab ich das Falsche eingesammelt, man. Der ist cool. Ja. Voll geil. Ja. Golf. Ja. Oh Gott. Guck mal, jetzt gleich hast du es geschafft. Sag mal, Jule, vielleicht kannst du mir da ja auf die Sprünge helfen. Was und denn? Zwar, ich hab ja so ein bisschen für das Dingens, hier fällt mir gerade ein, für das, den neuen Podcast, habe ich auch ein bisschen nochmal über den Dennis recherchiert im Internet. Und aha, der hat ja eine Wikipedia-Seite sozusagen, im YouTube-Wiki. Aha. Weißt du, wer die geschrieben hat? Nee. Schade. Muss ich ihn doch selber fragen. Ich weiß nur, dass da mal irgendjemand seine Unduchten getrieben hat. Seine Unduchten? Und da irgendein Spürges reingeschrieben hat. Und dann wurde das aber wieder rückgängig gemacht. Okay. Nicht schlecht, sehr spät. So, wer kommt jetzt? Wer ist das? Heatman. Dann versuch's mit Eiswürfel. Ich hab kein Eis. Ich glaube, ich hab nicht mal irgendwas. Ja, aber ist da nicht Feuer immer überlegen, wenn man Feuer gegen Eis antreten lässt?
Ich weiß nicht, dann mach Feuer gegen Feuer. Außer man hat Stickstoff vielleicht, das weiß ich gar nicht, wie das dann wäre. Man bekämpft Feuer mit Leute, wisst ihr das? Schreibt's mal in die Kommentare. Wie wäre das, wenn man... Schreibt's in die Kommentare. Ja, man muss die Leute... Ja, ohne Scheiß, man muss die Leute manchmal ein bisschen dazu aufrufen und animieren, weil die das sonst nicht von selbst machen. Das ist so. Die Waffe ist nicht so toll. Nee, die ist irgendwie so nicht so geil. Wie viel Leben hast du denn noch? Das ist mein letztes. Der sah gerade ein bisschen aus wie der Clayman irgendwie mit dem Anzug. Weiß auch nicht warum. Clayman? Ja, ja. Mit Skull Monkey. Dann solltest du jetzt eine andere Waffe ausprobieren. Ja. Ich nehme einfach nochmal Spark. Nimm am besten die richtige. Oh, das sieht ganz toll aus. Oh, fuck, ey. Ich weiß aber jetzt, was die richtige Waffe für den Wichser ist. Ja, komm, dann schaffst du es jetzt. Komm, mach noch eine kleine Bonusrunde hier. Hör mal. Komm. Vielleicht, ja, komm, guck mal, wir haben jetzt. In 10 Minuten haben wir circa 2 Stunden aufgenommen. Wenn wir das dann schaffst du es jetzt. Zum coolen Abschluss noch schaffen. Falls du natürlich dann aufhören willst. Weißt du, vielleicht willst du noch länger mit uns aufnehmen. Nee, weiß man nicht. Dann will ich aufhören. Ja, okay. Ja, wir sind halt scheiße. Nein, das ist voll anstrengend. Wenn man einfach Auch noch anstrengend. Ja, wird immer besser. Du redest dich immer weiter. Mit jedem weiteren Wort redete sie sich tiefer in die Scheiße. Ich rede doch von dem Scheißspiel. Ja. Wer es glaubt, wird selig. Ach, leckt mich doch alle, ey. Gerade nicht so. Nee, lieber nicht. Ich habe gerade geduscht, also... Ja gut, dann. Also vor 2 Stunden. Ja, okay, dann. Ja. Ja, 2 Stunden ist aber schon wieder an der Grenze, so ein bisschen. Da kann ich ja nichts für, dass wir hier schon so lange spielen. Ja, du kannst aber doch dafür, dass du vor 2 Stunden erst geduscht hast, aber... Ja, soll ich mitten im Aufnehmen? Ja, kannst du nicht einfach beim Aufnehmen duschen? unter der Dusche was aufnehmen. Mach das mal bitte. Irgendwann, das mach ich, glaube ich. Irgendwann, ohne Scheiß, das mach ich, glaube ich, mal. Und zwar lege ich... ohne Scheiß, das mach ich mal irgendwann. Ja! Dann mach ich ein Badewanne-Let's Play. Ich liege in der Badewanne und Let's Play. Da hätte ich eigentlich, mal echt, vor allem das habe ich noch nie gesehen irgendwo, da hätte ich mal voll Bock drauf. Also ohne Cam natürlich, aber man hört das dann so hallen und so. Und planschen das Wasser, ey, das mache ich. Let's Bath mit Facecam. Das mache ich, wie geil. Ah, ja. Und dann am besten Grusel Let's Play. Ja, natürlich. Natürlich. Das wäre geil. Ey, ohne Scheiß, das mache ich mal, so ein Badewanne Let's Play. Ja, ohne Scheiß ist besser. Ja, schon irgendwie, ne? Ja, sonst ist es eklig in der Ja. Ah, so ein kleines Schiffchen vorbei. Gott. Was ist los? Oh Gott. Ey, sag mal, in welcher Gesellschaft bin ich hier gelandet? Genau in der. Ich werde dieses Jahr 24. Ich erwarte etwas mehr Anstand. Bist du hier ein Herz für Kinder? Am Arsch. Und aus welchem Film? Keine Ahnung. Scary Movie 3. Durfte ich nicht gucken. Und das denn? Wieso durftest du den nicht gucken? Wann ist der rausgekommen? Keine 2003, glaube ich, rum. Oder 2004. War ich 11. War der ab 12? Kann sein, ja. Ich denke eher 16. Ja, oder eher 16. Da wurde auf jeden Fall The Ring und sowas wurde durch den Kakao genommen und Michael Jackson und ja, so. Ja, der ist geil. Auf jeden Fall wollte ich irgendwo in Kino. Nicht Michael Jackson ist geil. Nein, aber genau, ja. Du wolltest irgendwo ins Kino. Ja, ich wollte irgendwo ins Kino. Und, ich durfte nicht. Aber, also es war auf jeden Fall Scary Movie und ich durfte nicht. Ich weiß jetzt nicht. Ja, im dritten Teil da, wie war das nochmal? Genau, da, ich weiß nicht, ob Alex sich dran erinnert, da gab es doch in diesem Weißen Haus eine Szene mit diesen komischen kleinen Klapperstatuen von den Indianern da oder was, die sie da verteilen. Das ist so super. Ich glaube, den müssen wir auch mal gucken. Die Indianerstatue sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ah, nee. Hat sie verdrängt? Wahrscheinlich. Man kennt ja die Post. Das macht zu sprachlos. Ja. Was habe ich denn gegen den nochmal genommen? Ratiofarm. Was, Needleman? du hattest eine gute Waffe gegen den gefunden. Du hattest gerade eben, Ich hatte mich gewundert, dass der auf einmal so schnell tot war. Nee, das war's nicht, glaube ich. Oder? Doch. Doch, das war's. Und wie es das war, Alter. Alter, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich dich Alter hören sage. Sagen das, höre. Das ist nicht wahr, Alter. Dass ich dich Alter hören sage.